Willkommen zurück, meine lieben Herrschaften, zu meinem Let's Play Arcanum From Steamworks to Magica Obscura oder so irgendwie. Das letzte Mal haben wir es tatsächlich geschafft, einen Mini-Auftrag zu erfüllen. Deswegen dürfen wir uns jetzt mit irgendwelchen Mädels vergnügen. Ja, das heißt, die Leute, die sich davon abgestoßen fühlen, sollten ab jetzt nicht mehr zuschauen. Wobei das bei weitem nicht so ist wie in moderneren Rollenspielen, die sehr expliziter sind. Ja. Aber irgendwas bringt uns das, glaube ich, nämlich. Yeah, I can train you as an expert. I charge a fee of 500. Hey! Jo. Ah, okay. Na gut, das heißt, da können wir zum Experten im Persuasion werden, aber wir müssen dafür Persuasion noch einmal steigern. Das können wir erst, wenn wir Charisma auf 12 haben. Das wäre sehr gut. Dann haben wir es auf 3. Ich glaube, mit Stufe 3 können wir zum Experten werden. Sehr gut. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Na gut. Ja. Hi. Widow. Would you like me to do anything for you? I've never heard. Okay. I need to tell me, you need to tell, bla 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 bla. Okay, das klingt gut. Wild Woman? Wir brauchen Bunny. Wo ist die Bunny? Bist du Bunny? Nein, Cassie. Would you like to teach me the proper way for a lady to behave? Elven blood really gets me hot. Was machst du? I like it rock. Nein, okay. Ja, was soll's. Okay. Hinterher. Was mit denen da? Kommen die auch mit? Das ist ein Schaf. Kann man sich mit dem Schaf auch vergnügen? Huch. Das war's. Okay. Das war ja jetzt wohl. Another happy customer, my work is never done, sei. naja, okay. Soll sein. Hätten wir das auch. Aber wir haben keine Erfahrungspunkte dafür gekriegt. Das finde ich nicht richtig. Da ist ein Schaf. Bäh. Dieses Schaf dreht sich. Es freut sich offensichtlich, mich zu sehen. Okay. Es tanzt. Komm, Virgil. Schafe sind nichts für uns. So. I'd like to spend some time with Belle. Ah, das ist so scharf. Do you have anything else I could do to earn? Let me think. Pauses for a moment. Ah, yes. I know just the thing. We have a particular patron who's been quite negligent in his payment of late. If you could persuade him to pay his debt. Oh ja, das ist gut. Sich vergnügen und nachher keine Schulden bezahlen ist arg. No problem, where is he? His name is Mr. Langley. He's the doorman over at the Brightsdale Inn. Hey, ich glaube, den kennen wir eh schon. He has run up a debt of 400 coins on his tab with us and made no attempt to pay it. Please see that he does. But mind you, don't hurt him.
We don't want to damage the patrons. Okay. Nicht wehtun, nur das Geld kriegen. Okay. Das lässt sich einrichten. Vielleicht sollten wir uns langsam auch um unser Hauptziel kümmern. Oh, warte mal. Wir haben eh nichts mehr da. Ich würde sagen, das war irgendwo da oben. Da oben gibt es zwei Inns. Also den Gentleman's Club und... Das ist der Gentleman's Club, soweit ich weiß. Ja, und daneben ist das Brightsdale Inn oder so irgendwie. Brightsdale Inn. Mr. Langley, na schau, der mag mich. Der hat eine Reaction of 87. Hello, a pleasure to see you again. Hello, Ronald. Can I ask you a few questions? Madame Lil sent me to speak with you. I know, I know. I owe her so many coins. Frustrated, those damnable girls. I can't keep myself away. Willow, she's simply incredible. I don't know what I'm going to do. She wants her 400 coins. She says it's bad business to let it slide. Yeah, I know what you mean. But she wants her 400 coin. Hm. Das ist, glaube ich, die etwas freundlichere Variante, es ihm zu sagen. I haven't got it. This job, motions back towards in, hardly pays enough coin to keep me housed, let alone support my, hobbies. He thinks for a moment. I can spare 200 coin right now. I doubt she will be happy with half. Do you need some incentive? Listen, mister, she wants what is due her now. Wir könnten ihn bedrohen. Sollen wir ihn bedrohen? Nein, wir sind nur freundlich. I'm sorry, all I have right now is the 200 coin, but wait, the Brightsdale will pay me again in 5 days. If you come back then, I will give you the entire amount. What is the best, that is the best I can do. I will be back in 5 days then, and you had better have it. I don't trust you, Langley. I must be going. Sollen wir in 5 Tagen wiederkommen? Das muss man ja merken, dass ich in 5 Tagen wiederkommen muss. Na gut, in 5 Tagen. Haben wir noch irgendwelche Aufträge, die hier zu erfüllen sind? Accepted Light Gone, terms on pure ore, okay. Ich glaube, wir haben da noch irgendeinen Brief, den wir gefunden haben ich will mir das doch nur anschauen. Muss ich es echt vorher zu mir nehmen, damit ich es mal anschauen kann? Echt jetzt. My dearest Jared, I'm aboard the EFS C4. Speeding on my way to see you again. My breath catches when I think that in 2 short weeks... Ah, okay. Da steht nur Jared. Ah, doch, warte nicht. I hope thoughts of me warm your heart on your long days and nights guarding the Million Station. Okay. Das heißt, der ist, offensichtlich jemand, der in Vermilion Station eine Wache ist. Und da Vermilion Station da ja ums Eck ist, werden wir das da als nächstes machen. Dann haben wir dieses Ding, diesen Brief vielleicht auch los. Nämlich da, das ist Vermilion Station. Need a paper, sir? Na, wozu brauchen wir einen Brief? Außerdem
May I ask you a question, sir? Of course. What may I help you? Where is P. Schüler and Sons located? Da war ich doch schon. I'm looking for the residence of Gilbert Bates. That's an easy one. It is the magnificent house at the tail end of Kensington Broadway. Okay. What can you tell me about him? Gilbert Bates, he's a bit of a recluse. He is, doesn't want to talk to anyone, inventor of the steam engine, you know, rich beyond your wildest dreams. Hey, if you want to laugh, you should, yeah, okay, das haben wir schon gehört, I must be going. Okay, der ist es nicht, wahrscheinlich ist es dann der. Hello. Ah, den können wir nämlich auch nach seinem Namen fragen. I go by the name Jared, captain of the Vermilion Station Guard. You will have to excuse my somber mood. I'm a bit on the distracted side lately. You're Jared? Do you have a girl named Wilhelmina? What? What is it? Do you have word of her? I have a note for you from her. Where is she? I'm sorry, she's dead. No! He begins sobbing. My condolences, sir. He continues to sob for a few moments before composing himself. I know I've no right to ask this for you, of you, but could you do me a favor? Of course. Could you stop by the stonecutters for me? I need a tombstone made for my Wilhelmina. It is very important to me. His shop is on the corner of Mulligan Bone Alley and East End Avenue. Tell him to come round to visit me. I can't leave my post. Of course. Thank you. Wir sind so süß, das ist unglaublich. Wir machen einfach alles. Yes, what is it, friend? May I ask you a question? Anything happen hereabouts? Do you follow the popular trends? Old elven artifacts are all the rage in Tarantian high society. Okay. Okay, da können wir mit dem Zug fahren. Aber wir wollen Tarantia noch nicht verlassen, weil wir wollen ja noch mit dem Bates sprechen. Da seht ihr, hier ist ein Zug. Ein cooler Zug. Boah, Wahnsinn. Damit werden wir auch noch fahren. Vielleicht. Irgendwann. Na gut. Bis dahin. Bis wir hier wegfahren, werden wir hier noch ein wenig uns umschauen. So, wenn wir zu dem Stonecutter kommen, und wenn wir den auch gleich hier schicken. Aber in der Zwischenzeit schauen wir uns noch ein wenig in der Stadt um. Flying Machine Rumors Quelled. Read all about it. Okay, warte mal, das will ich vielleicht doch lesen. It will cost you some doubtless, my sir. Good. Many thanks to you, sir. Welche ist jetzt die Newspaper von today? Painting Stone, nein, das nicht. Ah, das auch nicht. Ach Gott. Ich bin so dumm. Was ist das da? Ist die Newspaper. Flying Machine Rumors Quelled. Learn Mage Speaks Out. Learn Mage Speaks Out. As of late, there have been many rumors concerning the sighting and indeed the very existence of what have come to be called heavier than aircraft. Ah, die Flugzeuge, die wir gesehen haben. Many of these accounts describe craft that are bird-shaped and create quite a clamor. Laut sind sie auch, ja, das stimmt. Because we here at the Tarantian have received so many letters concerning these sightings or phenomena, we decided to consult an expert in the field, Master Mage Crawlus Brudgercliff.
Super. Die fragen einen Magier nach irgendwelchen technischen Gesocks. He's a master in both the colleges of air and convenience. When asked about these mysterious craft, Master Bratchercliffe informed us that such a contrivance has simply not was simply not possible, and he supplied us with the following. Even a commoner knows that birds' bones are hollow and filled with air. Even so, does it not have to exert itself greatly? Even the best of those wretched new engines wouldn't have 1/10 the power needed. No, I'm afraid that the only way the common man can achieve flight is through the use of one of those most dangerous and inconvenient lighter-than-air ships, or through the rigorous study of magic. Der Magier glaubt also nicht daran, dass sowas existieren könnte. Wir, the Tarantian, thank Master Bratchercliffe for sharing his thoughts and insights concerning this. Okay, weiter, Tax Increase. Okay, gut. Soll sein. Hauen wir das Zeug weg. Brauchen wir echt nicht mehr. Das mit dem Bild heben wir uns noch auf. Ach ja, warte mal. Was haben wir denn da für Rüstungen? Der hat noch nicht einmal Schuhe. Für den müssen wir noch Schuhe organisieren. Und du? Du hast Schuhe, aber nur so lächerliche Schuhe. Und eine Charmed Mace. Na gut, soll sein. Jetzt ist Nacht im Übrigen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt einkaufen gehen können. Ein Gun Shop. Wie heißt die Gasse hier? Das ist die der Crimson Way. Und Electric Light. Und die Vermilion Road. Na klar, ist auch die Vermilion Station. Hey, der hat noch offen. Yes, what can I help you with? Let us trade. Was hat denn der? Na, okay, der hat Kanonen. Und Sachen für Kanonen. Das brauchen wir alles nicht. Danke. Wir rufen sie an. Ich sehe irgendwie gar nichts mehr. Qualitätsrüstungen, das klingt gut. Das machen wir als nächstes. Vielleicht kriegen wir da gescheite Schuhe. Let us barter, my good sir. Hey, ein Compound Bow. Der schaut ja cool aus. Und ein Schienenblech. Iron Ore. Bullet. Chain Gloves. Fine Stout Boots. Das könnte man dem Zwerg geben. Die Boots. Da hat die noch keine. Wie viel kosten denn die? 230? So. Sehr gut. Gut, viel mehr hat es da jetzt nicht gegeben, was interessant wäre. So, da sind wir jetzt wieder am Kensington Broadway. Das ist diese Hauptstraße, auf der wir eh schon unterwegs waren. Ah, da ist noch mehr Zeug zum Kaufen. Das sind lauter Dings. Verstehe. Da gibt es eine Kräuterhändlerin und einen Inventor. Na, schauen wir mal. Ah, da können wir auch Fuel kaufen. Das brauchen wir aber alles nicht.
In Wirklichkeit, weil wir ja nicht Techniker sind. Okay. Und was hast du? Ja, du hast lauter Zeug, das wir auch nicht brauchen. Ein Goggled Helmet. Schau an. Sehr lustig. Hey, Eyeglasses. Wenn meine Dings, wenn meine Wahrnehmung von unter 7 haben, gibt's plus 1, ansonsten minus 1. Lustig. Naja, eh klar eigentlich. Wenn man schlecht sieht, braucht man Brillen. Wenn man gut sieht, können einem die Brillen ganz schön stören. Na gut, was haben wir dann noch alles? Was ist das? Kensington Broadway. Tarrant Telegraph. Hey, das ist wichtig. Der Dings, der Joachim hat ja, glaube ich, einen Brief an den... wie heißt er? An den Virgil geschickt. How may we at the Tarrant Telegraph office help you today? Do you have a telegram for Virgil? He shuffles some papers around. Yes, we do, as a matter of fact. That will be 2 coins. All right, here. Thank you. Please come again. Okay. Hey, ein Telegramm an den Virgil und wir lesen's. I have discovered something interesting concerning our friends with the strange amulets. Stop. I am off to investigate my... Telegram sent by Elder Joaquin. Yeah. I don't know what to make of it. It seems that he thinks it's very important to find out why these men are trying to kill you. Much more important than being here to protect you. Ja, danke. Darf ich diesen blöden Dings fertig lesen, bevor du mich unterbrichst? I thought it was your job, Virgil, mich zu beschützen, nämlich. Please blast it! I'm sorry, I don't mean to get so angry. I just don't have any idea what's going on here. All I know is that Joaquin showed me a better way, a new faith, and now I'm involved in something even I don't believe. What do you think? Was heißt, was ich denke? Ich habe das nicht einmal fertig lesen können. Let's just get out of here and find out what's going on. I'm no religious fanatic. I think the whole story is a bit contrived. Perhaps I'm who you say. I'm willing to accept the possibility. Nein, wir nehmen das zweite. Wir sind keine religiösen Fanatiker. Ja. You think that all of this is just a coincidence? Perhaps a big misunderstanding. Why don't you just go ahead and tell that to the next man that comes to cut your bloody throat? Want to know what I think? I'd say there's nothing more contrived than a dead fool. Let's not argue about this. Let's just get out of here. I think I've had enough of you, Virgil. Please leave. Nein, er hat Heilzauber. Wobei andererseits, ich habe auch Heilzauber. Sollen wir ihn rauswerfen? Alright. Listen. Tarrant is a big city. And a man needs to watch what he does and who he talks to. Believe me, I know a lot about surviving in places like this. This and worse. Just keep one eye always open. Ja, one ja. Hand always on your weapon. You can't trust strangers and sometimes not even your friends. Das sind überall Wachen. Sounds like you know a lot about surviving in the streets. Well, that was another time. I know my way around. Just ja, be ja. On your guard and I'll be watching out for you as well. Ja, das sagen sie alle. No, I don't want to talk about it. I'm sorry. Du hast es ja aufgebracht. There's so much I have to learn. Joaquin says the free man is defined by what he does today. I look no more behind me. Der Joachim macht mir... Der Joachim ist ein bisschen lächerlich. Naja, gut. Yes, let's... Let's keep moving forward. Ja, darf ich das jetzt dann lesen? So, warte mal, wo war jetzt? Investigate my theories regarding them. Please accept my humblest apologies on my inability to meet with you in Tarrant. Stop. I understand all of this must be a bit disconcerting for both of you. If you have questions concerning the Panari religion, stop by any temples.
and speak with the priest. Stop. Believe there is one in Tarant on the northern end of Lion's Head Circle. Okay. Es gibt also hier auch noch einen Ponari-Tempel. Stop. When you have the means, travel to the village of Stillwater. Stop. I will leave word with the innkeeper at the Bleeding Rose Inn as to where you can find me. Stop. Joachim. Stop. Okay. Stillwater. Wo ist Stillwater? Achso, ich habe jetzt gerade versucht, mit mir selbst zu reden. How can I help you? Nein. Du kannst mir nicht sagen, wo Stillwater ist. Kannst du mir das sagen? What can I answer for you? Nein, du weißt auch nicht, wo Stillwater ist. Gut. Sollen wir nach Stillwater gehen, wenn mir keiner sagt, wo Stillwater ist? Na okay, vielleicht sollte ich dann draußen irgendjemanden fragen. Egal. Was haben wir hier? Eine Taverne. Na dann, rein mit uns. Jetzt sind wir, glaube ich, einmal um den Block rumgegangen. Barkeeper. Wer ist der? Happy to make your acquaintance, sir. What do you know, friend? Just enjoying my drink, friend. No offense, but I'd rather just be left alone. Okay. Dann trinkst halt alleine. Just enjoying my drink. Ah, okay, die wollen alle nicht mit mir reden. Wer ist er? I give you greetings, good sir. And I to you, good gnome. Might I ask your name? J.M. Morrett, at your service. Might I also inquire as to your designation? But of course, I'm Otto O'Connor. What brings you to this fine establishment, Otto O'Connor? Allow me to recommend the ale. It is unquestionably the best in Tarant. Okay, dann lasst uns nachher Bier trinken. I have just arrived. Might I ask you some questions? Ah, but of course. Ask what you will. I will do my best to answer. I'm new in Tarant. What sites do you recommend? I view. You're really just too nice. I'm afraid you need to die. Was? Warum sollten wir ihn umbringen? Oh, the sights to behold here in Tarant. If you do get a chance, the locomotive is a must on any sightseeing tour. Ja, die Lokomotive haben wir uns schon angeschaut. I have heard rumor of the beast. I will surely be awed by its power. To move away from the technology, I might recommend the Great Library. At no other location will you find such a magnificent reservoir of knowledge. It is truly incredulous to immerse oneself in our history. I highly recommend it. I shall delight in a visit. May I ask another question? Now that is something I shall enjoy. May I ask you something more? Ah, but of course. Blah, 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 blah. Warum sollte ich ihn umbringen wollen? I'll be going now. Möglicherweise kommt da noch irgendein Auftrag. Und Taylor. Always right, good to see you. Interested in trading, sir. Ah, das ist der Typ, der mir schon Sachen verkauft hat. Nö. Was kann dieses Amulett? Ist es einfach nur ein Medaillon? Ist einfach nur hübsch? Ach Gott, warum? Ja, ich weiß nicht, ob die noch irgendwas zu sagen haben. Trying to enjoy my drink and then you have to come, blah 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 blah. Okay. Wow, was ist jetzt los? Hat der uns angegriffen? Könnten wir bitte
Ah! Was ist jetzt passiert? Könnten wir bitte... aufhören damit? Die bringen mich gerade um, oder wie? Ah, dieses Spiel ist ja urdämlich. Echt jetzt? Was ist jetzt passiert? Ach Gott, und ich habe keinen Spielstand. Was ist der Autosave? Der ist ja noch viel früher. Oh mein Gott. Na gut, Herrschaften. Das war eine Folge, die ziemlich dämlich war. Wir sehen uns das nächste Mal. Vielleicht. Bis dann. Tschüss euch.